in der Lage ist, eine Aufholjagd zu starten. Antworten auf diese Fragen könnte der heutige direkte Vergleich liefern. Zu Beginn sieht es tatsächlich nach Zuger Aufholjagd aus. Earl und Schnieder kommen schon früh zu Top-Möglichkeiten. Nur dank Sandro Zurkirchen, dem Ambriguli, den sie im Zug so vermissen, bleibt es beim 0:0. Kurz darauf Ramholt, der Rückkehrer für Christen. Björn Christen mit dem 1:0 nach 7 Minuten. Christen trifft erstmals wieder nach 10 torlosen Partien. Der Dacia hat ihn ideal unterstützt und dem Guli die Sicht genommen. Das Team von Ambri-Coach Serge Pelletier wirkt nach dem anstrengenden Wochenende müde. Reichert Schuss wehrt Kilpelainen sicher ab. Die nächste Szene dann, die gehört Robbie Earl. Der bei den Lakers unerwünschte Amerikaner kommt immer besser in Fahrt. Earl holt sich die Scheibe zurück, spielt den Traumpass für Chiesa und was macht der? Verteidiger Hühne Alessandro Chiesa vernascht Zurkirchen nach allen Regeln der Kunst. 2:0 für Zug nach 14 Minuten und das geht in Ordnung. Und endlich können auch die Leventiner Kräfte freimachen. Bianchi für Grassi, da fehlte wenig. Und Grassi wird dann von Ramholt noch mit Prügel eingedeckt. Die Konsequenz? Zug für 2 Minuten mit einem Mann weniger. Ambri Piotta mit Mieville, dann Jason Williams. Der Fehler des Kanadiers führt zum Konter. Holden schickt Suri. Topscorer Reto Suri hämmert den EV Zug zum Shorthander. 16. Minute. Das erste Drittel war eine einseitige Angelegenheit. Mit einer 3:0-Führung in die Pause zu gehen, ist für Doug Shedden in dieser Saison eine Premiere. Mark Gauci nach der Pause auf der Strafbank. Das Zuger Powerplay mit Schremp für Holden. Dann Earl, nochmals Josh Holden und das 4:0. Suri vor dem Tor berührt die Scheibe nicht, stört aber Zurkirchen entscheidend. Kein einfacher Abend für den Zuger im Ambri-Tor. Wie schon am Sonntag droht eine Kanterniederlage. Kurz vor Spielhälfte dann ein Powerplay mit 4 gegen 3 für Ambri. Park zu Schiro, dann Jason Williams mit dem ersten Treffer für die Leventiner. Geht da plötzlich doch noch etwas für Ambri Piotta. Zug dann schon wieder mit einem Mann in der Kühlbox. Jason Williams. Und auch der ist drin. Zugverteidiger Fischer und nicht etwa Reichert lenkt die Scheibe ab. Damit ist also Jason Williams Doppeltorschütze. Die letzten Sekunden vor der Pause. Reto Suri genial auf Earl. Und Sandro Zurkirchen mit einer großen Parade. Ja, das Spiel bot den knapp 6.500 Fans einiges an Spektakel. Im dritten Drittel sucht Zug in Überzahl die Entscheidung. Suter zu Gorsinka, Suter um Himmels Willen, der vergeigt das fast sichere 5:2. Danach kontrolliert der EV Zug das Spiel sicher. Am Brief fehlt die Kraft, um Eero Kilpelainen nochmals zu bezwingen. Als die Leventiner dann den Goalie durch den 6. Feldspieler ersetzen, profitiert Zug-Captain Fabian Schnieder zum 5:2 Schlussstand. Ja, ist schwierig zu erklären, jetzt gerade so kurz nach dem Match. Wenn man sicher über die Bücher, vor allem, dass es jetzt zweimal passiert ist, zu dem schon ein bisschen nachdenklich stimmen. Aber wir haben vorher gezeigt, wie es funktioniert. Und wir sind bis jetzt immer wieder zurückgekommen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch jetzt aus der